Hagen sent me a message telling me that he promises not to kill you if you don't play any cards against him. Er hat also Angst vor mir, oder was? Wie darf ich das jetzt verstehen? So, wenn ich den töte, was kriege ich denn? Unstable, ach, dann kriege ich diese komischen Gubbelghouls, die auch immer spielen, die gar nicht schlecht sind. Sowas kann denn der? Eruption. 2 Schaden zum leftmost enemy minion. Okay. Das ist interessant. Dann muss man jetzt ja tatsächlich gucken, wohin man gerade was legt. Das muss ich ja theoretisch sowieso ein bisschen, weil ich mit meinen Totems und so, aber das ist ja faszinierend. Das ist eine coole Heldenfähigkeit. Nope, eigentlich nicht. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Frostschock mache? Das ist schlecht, der wird dann... Der kann einfach gekillt werden von seiner Heldenfähigkeit und die kosten nur 1 Mana. Das ist doch... Crap ist das doch. Arg. Kann er die denn machen, wenn ich ihn Frostschocke? Ich weiß das gar nicht. Ich meine, ich habe 2 Frostschocks. Yay. Tja, das ist nur auf Gegner, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen mal ein Totem. Das ist so ein Totem. Na prima. Dann wird er wahrscheinlich jetzt seine Fähigkeit benutzen, um das Totem zu töten. Nee, doch nicht. Crazy shit, okay. Bleibt das so? Ja, ne? Das bleibt einfach so. Demon Fire. Och, das ist doch doof. Ist das doch, was mache ich denn da? Mach mal noch ein Totem. Das ist wieder so ein Totem. Und dann schieße ich auf das Ding. Plup, da kann mich das nämlich gleich nie angreifen. So. Okay, jetzt macht er das. Brat. Und da ist mein Totem weg. Prima. Ich habe keine Waffe. Das geht schon. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß nur gerade überhaupt nicht so richtig, was ich gegen den Dude machen soll. Ich kann den nochmal frosten. Und den hier spielen. Den kann er wenigstens nicht direkt sofort einfach töten. Das ist schon mal gut. So, und dann wird der hier nochmal gefrostet. Okay, dann kann er mich nämlich theoretisch jetzt zwar angreifen. Okay. Er hat scheinbar keinen Dämon mehr. Na dann. Mit dem kann ich jetzt irgendwas töten, theoretisch. Oh. Ach so, der muss sterben dafür. Das ist ja nicht so schön. Wie machen wir das denn jetzt? Ich könnte ein Totem spielen und dann noch irgendwas anderes dazu, was er wahrscheinlich dann töten wird. Machen wir das mal so. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es ist tatsächlich so ein Gerät. Da macht es vielleicht Sinn, wenn ich so einen habe, oder? Dann kriegt er nämlich noch, dann macht er zumindest ein kleines bisschen Schaden, wenn er angegriffen wird. Aber er wird nicht angegriffen werden, weil er das damit töten kann. Und dann kann er den wieder einfach umbringen. Machen wir das lieber mal so. Okay, mein Taunter ist jetzt zwar jetzt da, den kann er damit töten, wenn er möchte. Oh, shit. Das ist nicht gut. Jetzt kann ich den zwar killen, aber ich kann auch theoretisch die killen, wenn ich das ordentlich mache. Moment. Kann ich nicht, weil blöd. Weil ich blöd bin, kann ich das nicht. Wie machen wir das denn? Ha. Das wäre vielleicht sinnvoll, den zu spielen, weil der kann zumindest schon mal den erstmal wegbraten und dann kann ich irgendwie mit dem. Aber der macht nicht genug Schaden, um irgendwas Sinnvolles tun zu können. Ich kann natürlich auch anfangen, hier Leute aufzureihen, indem ich zum Beispiel den und den erstmal spiele, hätte ich 4 Mana vor Ort und könnte noch ein Totem rausholen. Ich habe eine Idee, die vielleicht funktionieren könnte. Machen wir das mal so. Nein, das war blöd. Ich habe das blöd gemacht. Ich hätte das anders machen müssen. Du bist ein Depp. Shit. Doof. Doof, 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 doof. Egal, dann mache ich das jetzt trotzdem so. Irgendwie so muss ich es machen. Die kommen immer da ganz links, rechts dahin. Das hätte ich mir auch irgendwie denken können müssen. Aber es war doof. Ich habe das einfach doof gemacht. Snizzle, snizzle, snizzle. So geht das nicht. So wird das nicht. Was ist das denn?
auch jetzt einen von seinen eigenen kaputt machen müssen. Crazy shit. Das fand ich nicht so aua. Hör auf damit. Er haut mich. Die Sau. Okay, ich kann so ein Viech bauen, das tauntet. Und wie viel Schaden kriegt man dadurch? 2. Das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Dann habe ich noch 3 übrig. 3 übrig ist irgendwie nutzlos. Kann natürlich auch einen Totem machen, dann daneben noch dieses Ding legen erstmal. Hätte ich noch 3 Mana übrig, das reicht irgendwie auch für nichts Sinnvolles. Das Dreckviecher taunt. Da kann ich auch erstmal nicht so richtig viel gegen machen. Moment, ich baue da erstmal noch ein Totem hin. So. Oh, ist ein Heiltotem, das ist ja Wahnsinn. Das möchte ich vor allem, glaube ich, sogar beschützen. Da baue ich mal den dazwischen. Bauen wir den mal dazwischen. Und dann... Ach, das kann ich gar nicht. Das ist schade. Nee, denn dann bleibt er erstmal da als theoretischer Schutz hierfür. Was nichts bringen wird, weil er es nicht direkt benutzen wird. Aber hey. Okay, er macht sowas in der Art. Das finde ich nicht so schön. Der ist auch... Gott. Oh Gott. Ich meine, er hat keine Karten mehr, aber er ist auch ziemlich nah daran, mich zu killen. Argst. Okay, was machen wir? Wir können erstmal den töten. Für 6 Mana, leider. Ist das recht teuer. Dann kann ich mit dem Totem theoretisch noch den töten, aber langsam muss ich halt wirklich anfangen. Nope, wir holen mal noch ein Totem raus und gucken mal, was es ist. Es ist Crap. Ja. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind dood. Wir sind ziemlich dood. Noch nicht hundertprozentig ganz, aber so gut wie. Ja, genau. Gibt dir noch mehr Leben. Shit. Wir können ihn hexen. Bringt leider auch nicht so richtig viel, ne? Ich glaube fast nicht. Ich müsste erst den töten. Den kann ich mit nichts töten. Kann ich aufgeben? Geht das? Ja, ich kann aufgeben. Das wird nichts mehr. Das war eine blöde Idee. Da habe ich irgendwas zwischendurch mal hart falsch gemacht. Das versuchen wir mal lieber nochmal. Wir wissen ja jetzt, was er kann. Das ist immer gut zu wissen, was der Gegner denn so kann. Bei denen ist das vor allem besonders gut, weil die wechseln nicht zwischendurch ständig und haben nun eine gewisse Auswahl an Karten, die sie überhaupt haben können. Das ist irgendwie so ein Warlock-Dude, der mir nicht gefällt. Die Karten sind erstmal alle nicht so toll, weil die alle schnell sterben. Der stirbt sowieso ganz schnell, das andere könnte mir was bringen. Machen wir das mal so. Es ist ein Hex, na prima. Ja, ich kann in der ersten Runde erstmal nichts machen. Ne? Schade. In der zweiten Runde kann er mein Viech für 1 Mana töten. Das ist doch auch blöd. Bauen wir erstmal ein Totem dahin und hoffen, dass es irgendwas ist. Ist ein Mist. Ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Mauer ein neues Totem. Das ist ein Heilungstotem. Möchtest du das auch töten? Wenn du es nicht töten möchtest, dann... okay, er möchte es nicht töten. Das ist aber gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Crap. Was mache ich denn da? Naja, so einlegen wahrscheinlich, ne? So ein Raptor. Ich könnte den froggen und töten. Och, das ist doch schön. Machen wir dem mal. Plup. Bloop. Peng. Erschossen. So. Ich hätte ihn vielleicht nach links legen sollen, weil den einen... Ja, ins Einser hätte er ruhig töten können, wollte ich sagen. Ja, das war nicht so geil. Oh, noch ein Hex. Dann kann ich den nochmal töten. Das ist doch schön. Wie mache ich denn das jetzt? Nehme ich noch einen Totem oder nehme ich... Ich nehme erstmal noch einen Raptor dann, ne? Nehmen wir noch einen Raptor. Der überlebt ja ein bisschen. Jetzt erstmal, vielleicht. Man weiß es nicht. Das Totem heilt nochmal. Aber ich glaube, seine Heilzeit ist bald vorbei. Oh, den kann ich killen. Das ist schön. Jetzt kann ich ihn nicht mehr killen. Das ist nicht so schön.
Nee, doch, ich kann ihn noch töten. Ha, finde ich gut. Der kostet 3. So. Ich möchte nicht mit meinem Totem angreifen. Doch, ich möchte gleich wahrscheinlich mit meinem Totem noch angreifen. Aber ein bisschen anders. Der überlebt das einmal. Nee, der überlebt das nicht einmal. Also doch, seine Fähigkeit schon, aber den Rest nicht. Da kommt man dahin. So, da stirbt zwar mein Raptor und da wird jetzt auch entweder meine Elfe oder eher... Also entweder die Elfe oder das Totem. Das Totem kann er halt trotzdem töten. Gleich. Und so mache ich dann mehr Schaden. Ja, komm, wir machen das mal so. 2 Schaden mehr. Vielleicht bringt es mir ja irgendwann noch was. Wer weiß. Ach Gott. Er tötet ihn. Der hat Charge und macht was? 3 Schaden. Ach so, an ihm. Guck mal. Tja. Weiß nicht, was dir das jetzt so richtig gebracht hat, aber von mir aus. Ich kann das Viech gleich killen. Das ist nicht so. Wenn ich das mache, dann kann ich noch. Oh, das ist schön. Ein Totem. Gucken wir mal, was es ist. Das ist. Oh, ein. Das ist wunderbar. Das ist total wunderbar. Dann überlebt er das ein bisschen länger und dann machen wir das noch so. Und jetzt haben wir ganz viele Kreaturen da und er kommt da erstmal nicht sofort zumindest durch. Das ist schon mal in Ordnung. Mach das ruhig. Das finde ich nicht so gut. Da muss ich überlegen, was ich dagegen tue. Den tue ich zum Beispiel dagegen. Das ist doch schön. Oder ich tue erstmal den dagegen irgendwie. Hier, der überlebt dann eine Runde. Oder auch 2. Dann nehmen wir noch ein Totem. Oh, ein Heiltotem. Das ist doch schön. Und dann möchte ich jetzt gerne tatsächlich anfangen, den zu rushen, weil ich Angst davor habe, dass der böse Sachen macht. Au. Noch so ein Viech. Ja, ich dachte mir schon, dass du das noch machst, aber der überlebt das erste Mal eine Runde. Ich hasse diesen komischen Imp. Der Imp ist doof. Doof. Oh, guck mal. Lebensregeneration. Wie machen wir das denn? 4, 5. Ist leider einen zu viel, um dann den noch zu spielen. Schade, aber ich glaube, das ist sinnvoll. So. Danach kommt erstmal er hier. So, danach ein Totem kann ich ja auch noch bauen. Perfekt. Und dann gib ihm. Ganz knapp zu wenig Schaden. Aber wenn das jetzt. Wenn der mich jetzt nicht umbringt in irgendeiner Art und Weise, böse, dann habe ich gewonnen. Au. Ja, er haut einen Taunter raus. Einen ekligen Taunter, wohlgemerkt. Aber den Taunter kann ich relativ leicht töten. Ja, ich würde sagen, ich habe gewonnen, ne? Bock. Und einmal mit dem Ohr ins Gesicht. Ha! Ja, ha. Hat doch wunderbar funktioniert. Victory! Aber wir haben Heigen getötet und bekommen dafür Unstable Ghouls, die tatsächlich echt gut sind. Also die finde ich wirklich ziemlich gut. Damit sind wir beim Boss davon, ne? Das hättest du wohl gerne. Da gibt es dann, oh, die Sludge-Belcher. Na gut. Was hat denn der? Necrotic Aura. 3 Damage to the Enemy Hero. Das ist Hunter in besser, wa? Aber das macht zumindest erstmal in Anführungsstrichen nur Schaden an mir. Das geht noch. Ich finde das tatsächlich schlimmer, wenn er meine Viecher einfach so killen kann. Das gefällt mir immer gar nicht. Oh, die sind mir alle zu teuer. Weißt du was? Da tausche ich, glaube ich, alle aus. Jo, ich tausche alle aus. Die sind mir alle zu teuer. Ich möchte was, mit dem ich vielleicht irgendwie raschen wäre gut, glaube ich, gegen den. Das ist nicht schön. Das würde ich gerne... Wow, warum hat... Alter, wie viel Leben hat denn der? What the fudge? Das war blöd. Also das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Das lohnt sich nämlich gar nicht. Aber ich wollte irgendwas zumindest spielen in dieser einen Runde. Dann kann ich den gleich töten. Na, passt schon. Trade, immerhin. Oder so. Das geht natürlich auch. Aber das möchte ich mir, glaube ich, gegen einen
schlimmere Gegner aufheben. Machen wir das mal so. Plupp. Ja, aber dann kann ich den gleich immer noch spielen und bekomme dadurch auch noch was wieder. Ein bisschen Heilung habe ich ja. Das geht. Warum hat denn der so viel Leben, sag mal? Kriegt er irgendwie dann mehr Schaden, wenn er seine Aura benutzt oder so? So war das, glaube ich, ja im Spiel irgendwie, ne? So in der Art. Okay, ich kann den freezen. Das ist vielleicht sinnvoll, den zu freezen und dann den zu spielen. Oder ich mache das ein bisschen anders. Ich glaube, ich hau mal den hier raus. Und gucke erstmal, auch wenn er den angreift, ist er blöd. Und wenn nicht, ist es auch erstmal in Ordnung. Okay, ein Rockbiter. Damit könnte ich das Ding kaputt hauen. Würde kaum Schaden kriegen. Könnte natürlich auch mit dem erst einmal draufhauen. Dann kriegt er nämlich 3 Attack dazu. Und dann könnte ich den töten. Pass mal auf. So. Ach, ich kann auch einen von meinen Kreaturen, aber ich gebe mir den selber. Ach shit, das geht so nicht. Ja, ich bin so blöd. Ja, dann kriege ich gleich nochmal mehr Schaden. Das war nicht der Plan. Das war irgendwie Crap, was ich da gemacht habe. Weil jetzt mehrere Viecher sterben und ich den jetzt trotzdem irgendwie hauen muss, um ihn zu töten. Ich nehme lieber das Totem. Es ist kein Heilungstotem, schade. Sonst hätte der da nämlich ein bisschen Leben noch wieder gekriegt. Das wäre gut gewesen. Jetzt hat er das leider nicht. Sporeburst. Ein Schaden an alles und es gibt eine Spore. Oh. Give all enemy minions plus 8 Attack. Haha, wie geil ist das denn? Der hat eine witzige Mechanik, glaube ich. Also, wirkt so. Kann man ein bisschen Leben wieder haben. Flup. Was ist es? Es ist... Na, Crap. Es ist Crap, um genau zu sein. Er kann es töten, das Totem. Das finde ich nicht so gut. Das mag ich eigentlich nicht. Shit. Das ist nicht gut. Oh, Crap. Er hat Shades of Naxxramas. Das ist gar nicht gut. Ah, das ist alles überhaupt nicht gut. Tja. Holt den großen Ogre raus und hofft, dass die Gegner vielleicht auf ihn gehen oder so. Oh Gott. Oh Gott. Er zerstört mich gerade ein bisschen. Aber nur so ein kleines bisschen. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Der hat nur noch ein Leben. Das ist schön für ihn. Damit stirbt ein... wenn ich den töte, dann gehen diese beiden Dinger drauf, ne? Dann kriegt der... Bam. Wie blöde. Moment, wie machen wir das? Wenn der stirbt, wäre das eigentlich auch ganz schön. Wie mache ich das? Nee, das geht gerade nicht. Was ich eigentlich überlegt habe, ist, dem dann Windfury, aber dann, der bringt den ja trotzdem nicht um. Das bringt ja überhaupt nichts. Shit. Können wir wieder gucken, was für ein Totem ich kriege? Mit ein bisschen Glück ist es ein ordentliches Totem. Nope. So gar nicht. So überhaupt und gar nicht. Shit. Elements Guide. Pong. Rums. 22. Alte Scheiße. Und ich kann hier zweimal damit angreifen. Soll ich dir was sagen? Das mache ich jetzt erstmal. Boom. Boom. Oh Gott. Ich meine, das ist erstmal total geil. Ne? Oh shit. Der kopiert den natürlich. Dann bin ich gleich wahrscheinlich tot. Oh Gott. Tja, schade.
Aber sehr witzig war das trotzdem. Oh, cool. Theoretisch noch so ein Dude da, der sowas kann. Oh, andersrum. Du bist so ein Hohlkopf, ne? Du bist so ein dämlicher Hohlkopf. Komm. Nee. Ich bin so blöd. Meine Güte. Okay, machen wir das nochmal in ordentlich. Die Windfury-Dudes sind natürlich übel gegen den, fällt mir jetzt erst so richtig auf, ne? Das ist ja pervers. Irgendwer wird da wahrscheinlich gerade schon mit dem Kopf auf den Tisch geknallt sein. Völlig zu Recht, den tue ich mir erstmal weg und hole mir einen anderen. Oh, guck mal, einer mit Windfury. Ich könnte ihn jetzt wieder in der ersten Runde legen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Mache ich trotzdem. Mache ich trotzdem, wenn er gerne... Ne, er haut wieder seinen komischen Lepra-Gnom raus. Mag den Lepra-Gnom nicht, ne? Geh sterben. So, dann kommt der Raptor. Der kann dem wieder natürlich irgendwie... Kommen da auch echt immer dieselben gefühlt, ne? So. Dann hau mal den um. Stirbt der zwar auch bei, aber ist nicht so... Ich hätte den vielleicht spielen sollen, dann wäre er jetzt Enraged gewesen. Shit. Ich möchte aber eigentlich auch erstmal den haben. Ja, es wäre andersrum besser gewesen. Wenn ich den töte, kriege ich eine Karte. Wie cool. Bringt mir leider gerade nicht so richtig viel. Ich kann den erstmal... Ich frostschocke den mal. Wir machen erst das Totem. Dann frostschocke ich den. Okay, es ist kein Spell-Dingens-Totem. Schade eigentlich. So, aber in der nächsten Runde kann ich den im Prinzip töten mit beiden, wenn ich das möchte. Aua! Du Penner. Du Penner. Okay, ich kann den auch mit dem töten. Das ist schön. Ich töte ihn selber. Kriegt zwar ein bisschen Schaden bei, aber meine Güte. So. Oh, guck mal. Dann holen wir den mal noch raus. Und nein, ich möchte das Ding noch nicht kaputt machen. Die Spore. Ich warte mal gerade noch, bis ich irgendwas Dolles habe, um die Spore kaputt zu machen. Das zum Beispiel nicht. Oh, ich kann den hexen. Das ist doch schön. Hexen wir den mal. Blub. Brauchen wir uns noch ein Totem. Blub. Und greifen einmal mit den ganz normal an. Tja. Ein Heiltotem, weil warum nicht? Oh, er wird auch zu so einem. Und er baut einen Charger. Dafür wird der jetzt besser. Tja, wie mache ich denn das dann jetzt? Den kann ich erschießen mit meinem Dings. Das ist schön. Den kann ich töten mit meinem Totem. Das ist auch schön. Das finde ich alles wunderbar. Pock. Und Pock. So. Und er wird noch ein bisschen geheilt, weil cooles Totem. Can't be targeted. Das ist immer blöd. Aber ich kann das auf... das ist schön. Dem kann ich den traden auf jeden Fall schon mal. Pock. Ins Gesicht. Dann machen wir das noch und bauen noch ein Totem. Und ja, ich hau ihn erstmal nochmal. Vielleicht mache ich gleich die Spore mit dem Totem, je nachdem, was jetzt natürlich kommt. Ach, der ist jetzt gar nicht mehr Enraged, das ist doch scheiße. Das gefällt mir gerade. Da sind zwei Sporen. Das kann ich beides benutzen. Pass mal auf. Der hat weniger als er hier. So.
So. So. So. Ich glaube, ich töte den jetzt. Bam. Bam. Und bam. Ah, oh, wie übel. Hätten nochmal angreifen können. Crazy. Noch hör auf zu weinen. Wir haben Loatep getötet. Und damit den nächsten Wing erfolgreich abgeschlossen. Den Plague Wing. Und bekommen wir da jetzt noch was aus der Truhe. Das ist jetzt dann auch Loatep, weil eben haben wir, genau, tatsächlich. Enemy Spells cost 5 more next turn. Wow, der ist gut. Der ist gut. Nicht übel. Oh, und wir haben natürlich jetzt mehr Class-Challenges unlocked. Einmal für den Magier und einmal für den Hunter. Okay, ich würde aber mal sagen, das war es dann erstmal für diese Session. Wir machen einfach eine Session pro Quarter. 3 Stück haben wir noch. Und ich bin sehr gespannt, was uns an Mechaniken im Military Quarter, im Construct Quarter und im Frostwurmlair erwarten. Aber beim nächsten Mal dann erstmal das Military Quarter. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.